Ja, guten Morgen zusammen. Hier eine ganz spezielle Begrüßung. Ihr seht das AIDA-Maskottchen. Ah, herrlich. Wir sind heute in Piräus angekommen. Ah, herrlich. Ich werde es aber im Titel als Athen benennen. Das ist so wie Rom, das ist so wie Frankreich und das ist so wie letztens London. Das ist halt wirklich genau dieser Punkt, wo man sagt, man ist irgendwo, in Wahrheit ist man ein bisschen am anderen Ort, aber das, was halt ist, ist, 90% der Ausflüge fahren jetzt nach Athen. Zum einen möchte ich mich ganz kurz entschuldigen für gestern. Ich habe im Bus schon gemerkt, dass die Bilder natürlich verfärbt sind. Wie stark sie verfärbt sind, habe ich dann aber erst beim Schneiden gesehen. Also das sind halt wirklich einfach die Bilder aus dem Bus heraus, die dann echt so krass verfärbt sind. Dann als nächstes, heute gehen wir die Höhepunkte von Athen anschauen mit einem Museum, mit einer Stadtrundführung und einer Erfrischungspause und. Also es ist an sich ein ganz Tagesausflug. Wir sitzen morgens um 8:30. Wir kommen hier abends um 5 zurück. Von dem her ist es für mich ein ganz Tagesausflug. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wie lange die Fahrt hin und zurück ist. Und hoffe, dass ich viele coole Sachen für euch finde. Bye bye! Tells me I'll rise from my-
He's the one I thought I knew. There are shards of your bullet splintered in my wound. Still a voice tells me I'll rise from ashes. I've been running all my days, and all my troubles have found a better way. And I've been trying to clear my head of all the useless words I never said. But oh, let's slow it down. Look at what we found. Hope is yours to take. Joy is what we make. So, ich hoffe, man hört mich. Ich bin gerade noch aktiv im Museum drin und hier gehen wir jetzt aktuell wirklich so die Zeiten hindurch. Das heißt, das, was wir am Anfang gesehen haben, war eigentlich das Älteste, was man bis jetzt gefunden hat, und jetzt wird es immer neuer. Aber es ist echt krass, wie gut die Sachen zum Teil noch erhalten sind, also echt ganz extrem. Und jetzt gerade ist am Schluss, vielleicht habt ihr es gesehen, war zum Beispiel noch ein Satyr mit in einem Bild drin. Also ein Fabelwesen zwischen Mensch und Ziege. Und das ist einfach mit in ein ganz normales Bild mit Menschen, die irgendeinem Feiert sind. Und mit drin sitzt ein Satyr. Oder vielleicht habt ihr das davor gesehen mit dem Schaf und dem Menschenkopf obendrauf. Also das ist echt noch ganz speziell, dass das hier einfach so ganz normal in den Bildern drin war. Also weiterhin viel Spaß und genießt es. Skin. I've been waiting.
There's no fault lines to crack and leave me for the great unknown. Got a couple broken arrows and my hair is grown since you saw me last, talking on an old flip phone. Ja, so, ich glaube, das war's größtenteils. Ich bin gerade am Runtergehen vom Akropolis, heißt das, glaube ich. Hier sieht man noch die einzelnen Sachen. Also echt richtig cool, muss ich zugestehen. Was halt echt krass ist, vieles wird gerade restauriert. Es war halt doch sehr zerstört dazwischen. Also ich weiß nicht, wie zum Teil diese Bilder gemacht wurden, die man schön auf Internet sieht. Es ist trotzdem richtig schön. Also ganz wichtig, das ist es trotzdem. Da vorne noch das Museum, hat man wirklich viel gesehen. Durch all die unterschiedlichen Zeiten. Von dem her... Jetzt geht's noch essen. Wir haben aber schon 2:30, also ich gehe davon aus, 2 sind wir am Essen. Dann ist das sicher bis 3, dann fährt man zurück und dann gehe ich davon aus, ist der Ausflug vorbei. Ja, war ein wirklich wunderschöner Tag. Ich habe einiges Neues kennengelernt von Athen, von Griechenland, wie alt zum Teil all diese Sachen sind. Ja, ich hoffe, es gab ein paar Sachen dabei, die ihr auch genossen habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bye bye. Carolina in my mind.